Mädels. Ich möchte heute ein Video zu machen und euch wieder auf dem Laufenden halten. Aber erst möchte ich euch noch einiges an Neuigkeiten erzählen. Fangen wir erst mit dem an, ihr seht einen neuen Hintergrund. Und das hat damit zu tun, weil wir mittlerweile weggezogen sind von dem, wo wir erst gewohnt hatten. Und ja, es war auch ziemlich turbulent. Und ja, ich sag euch, zieht in eurem Leben so wenig um wie möglich, weil so ein Umzug ist mit ganz schön viel Stress verbunden. Also, ich möchte den Kanal nicht komplett löschen, sondern schon weiter auf dem Laufenden halten. Und ja, ich weiß, ich hatte, Moment, lasst mich kurz nachdenken, ich weiß, ich habe mich nicht vorbereitet, aber ihr wisst auch, dass meine Videos ziemlich spontan bzw. selten mal mit was Geschriebenem. Soweit ich weiß, waren die letzten Videos mit, wo ich was geschrieben hatte, die Schwangerschaftsupdates und ja, ich denke, das dürfte es auch schon gewesen sein. Aber nun, ja, wir schreiben heute den 31. Januar und mein letztes Video ist schon eine ganze Weile her. Ich möchte den Kanal auch fortsetzen und die Videos, die jetzt sind, noch von den letzten, vom letzten Versuch, in dem ich ja schwanger wurde, noch abdrehen und euch hochladen. Ja, wie gesagt, ich möchte den Kanal nicht stilllegen oder komplett löschen. Ich würde sagen, ich drehe auch im Anschluss schon noch hinterher das Schwangerschaftsupdate und den Geburtsbericht. Und ja, wir hatten auch schon fortgesetzt mit Baby Nummer 2, hatten da schon zwei Versuche hinter uns und ja, aber mehr dazu möchte ich da in einem anderen Video erzählen. Ja, und nun wisst ihr ja schon, wie es denn weitergehen wird. Ich hoffe, euch gefallen meine Videos und ja, ich weiß, ich muss auch wieder reinkommen in das Video abdrehen. Ich weiß auch, dieses stört den meisten, wenn man das zu oft sagen tut. Ja, ich muss mich, wie gesagt, erst wieder reinfinden und ich hoffe, ich langweile euch auch nicht dadurch. Dann möchte ich auch
möchte ich auch von euch wissen, würde euch so etwas interessieren, wenn ich sagen, du, ich mache volle mehr Rounds. Allerdings weiß ich da noch nicht, wie ich das machen würde, weil ich möchte meine Tochter, die ja jetzt ja schon eine Weile auf der Welt ist, in den Videos nicht mehr zeigen, denn sie kann sich ja noch nicht selbst wehren und ich möchte sie auch davor schützen. Allerdings dachte ich, ich kann sie euch im Babyformat noch zeigen. Da muss ich auch noch gucken, wie ich das mache in einem Geburtsbericht. Vielleicht zeige ich euch hier ein Foto vom Handy. Ja, also ich hoffe, euch gefallen die weiteren Videos. Ich habe da eine Menge noch auf Lager. Ich denke, es wird eine Weile brauchen, bis ich da wieder reinkomme. Und ja, ich würde sagen, belassen wir es hiermit. Ihr wisst nur, wie es denn weitergeht auf diesem Kanal. Und wünsche euch viel Spaß beim Gucken bei den nächsten Videos. Ja, ich wünsche euch hiermit noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Tschüss!